Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung von mir. Ich bin immer noch am Stand von Schmidt-Spiele hier auf der Spielwarenmesse und neben mir ist die Christina. Hi Christina. Hallo. Und wir haben hier Mystery House, was ja auch in der entsprechenden Kategorie den Toy Award gewonnen hat. Und das ist allerdings eine Lokalisierung, das heißt, Kranio Creations haben das ursprünglich rausgebracht und ihr lokalisiert das Ganze jetzt. Und dann natürlich auch die Frage, habt ihr redaktionell noch ein bisschen was dran geschraubt? Weil ich glaube, da gab es so ein, zwei Schwächen in der englischen Version. Genau, also die Schwächen wurden natürlich rausgenommen. Wir haben jetzt auch eine komplett deutsche App. Das heißt, wir haben das natürlich uns schon angeschaut, komplett durchgespielt. Wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen, noch ein paar Feinheiten zu ändern, noch ein paar Fehler in der App auszugleichen. Und am Grundprinzip und an den Rätseln hat sich aber nichts geändert im Vergleich zur italienischen Version. Oder? Vielleicht kannst du kurz noch mal einen Überblick geben, was jetzt bei dem Spiel so neuartig ist. Ich meine, man sieht da schon ein bisschen was, sieht schon ungewöhnlich aus. Worum geht es denn eigentlich? Genau, es ist also ein klassisches Escape-Spiel. Also es bleibt dieser Charakter, in 60 Minuten muss ich mein Ziel erreichen. Ich habe hier in der großen Box mein Raster mit dabei, das heißt dieses 3D-Raster. Ja, steht dann auf dem Tisch. Ich habe hier ein Koordinatensystem drauf, wo ich meine Karten hier also einstecke nach einem ganz speziellen Prinzip. Okay. Zwei Abenteuer sind schon mit dabei in der großen Schachtel. Ich habe also direkt zweimal das Escape-Abenteuer mit dabei. Wir haben jetzt hier eins aufgebaut und ich kann das Ganze zusammen nur mit einer kostenlosen App spielen. Also die wird es dann für Android und Apple geben. Mhm. Und die App lade ich mir also runter, suche mir dann mein Rätsel aus, welches ich denn jetzt spielen möchte. Und dann bekomme ich eine kurze Einleitung, worum es denn überhaupt geht. Wir suchen also einen kleinen Jungen hier im Labyrinth und haben 60 Minuten Zeit, ihn zu befreien. Wenn das Ganze losgeht, läuft natürlich auch der Countdown. Und jetzt fangen alle an, herumzuschauen, wie in einem klassischen Escape Room zu entdecken. Was sehe ich denn alles? Was kann ich denn finden? Was kann mir vielleicht weiterhelfen? Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier F1 haben, kann ich das also anklicken in meiner App, in meinem Koordinatensystem und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich sehe da eine Kartoffel, wird mir direkt Zeit abgezogen, weil da ist keine Kartoffel drauf. Ich muss also schon sehr genau hinschauen und ich sehe aber hier vielleicht ganz klein im Detail, die Statue hat einen kleinen Schlüssel in der Hand und dann wähle ich also den Schlüssel aus und dann bekomme ich direkt die Meldung, super, wir haben ein Objekt gefunden, das ist der Schlüssel. Wir nehmen uns also diese Objektkarte und was ich jetzt aber mit diesen Objektkarten, die ich schon in meinem Inventar habe, mache, das sind halt die Rätsel. Ah, ja, den okay. Schlüssel kann ich vielleicht irgendwann mal bei einer Tür oder einer Truhe benutzen. Das wäre vielleicht das Naheliegendste. Und dann würde vielleicht irgendwann mal die Meldung kommen von der App, super, eine Tür öffnet sich, entferne etwas. Und jetzt können wir schon viel, viel weiter reingucken. Also ich muss wirklich um die Ecke gucken. Ich muss möglichst eine Taschenlampe oder ein Handylicht parat haben, um da wirklich reinzuschauen. Das ist also dieser Abenteuercharakter, den wir jetzt hier haben durch dieses 3D-System. Und so versuchen wir das also in der Zeit zu lösen. Wenn ich es nicht in 60 Minuten schaffe, also es ist schon wirklich sehr knackig von dem Anspruch her, dann läuft eine Negativzeit. Ich muss also nichts abbrechen oder das wäre ja auch doof, ja. Genau, ich kann mir also einfach, ich kann mir 2 Stunden Zeit lassen, wenn ich das möchte. Ich kann das Ganze auch kurz pausieren, wenn es gerade an der Tür klingelt oder wenn dergleichen. Die Pizza kommt, ja. Genau, genau. Ja. Okay, und diese beiden Felder, die da drin sind, sind die auch wirklich so in der Box oder ist das jetzt nur eine Visualisierung? Nein, das ist also wirklich so in der Box, weil ich habe hier nicht viel Spielmaterial, was ich benötige. Ich brauche eigentlich nur das Raster, habe hier dann diese Einleger, die ich also jedes Mal ändere mit dem Abenteuer und habe meine Objektkarten und natürlich die App. Mehr brauche ich nicht. Und nun ist es ja so, dass Kranio quasi jetzt schon den dritten Teil angekündigt hat, das dritte Abenteuer, wo das Ganze in Wilden Westen geht. Habt ihr schon Pläne irgendwie, ob ihr das auch auf Deutsch bringen wollt oder wollt ihr erstmal gucken, wie das jetzt hier so der läuft? Der Plan ist natürlich, daraus eine Serie zu gestalten, dass ich dann also in Zukunft nur noch die Kleinkisten habe, die ich mir danach dazu kaufe. Wir warten jetzt erstmal auf den Start im März, wie das ankommt, aber bisher ist das Feedback sehr positiv, also wir gehen stark davon aus, dass wir auch das dritte Abenteuer dann kriegen. Ja, eben, wir sehen es ja gerade eingeblendet hier, der Toy Award, das ist ja vielleicht auch schon ein kleines Indiz dafür, wie gut das ankommt. Richtig, genau. Okay. Also es ist halt einfach was Neues, was anderes und der Escape-Trend nimmt den nicht ab. Ja, alles klar, dann danke für die Vorstellung.